Da sind wir wieder bei The Book of Unwritten Tales und wir sehen den Tod ins Auge. Im wahrsten Sinne des Wortes, denn er sitzt vor uns. Letztes Mal hat er uns erklärt, dass man in diesem Spiel nicht sterben kann. Wir versuchen jetzt, das Gegenteil zu beweisen. Was glaubst du, tust du da? Oh, Spielverderber. Das Universum aus seinen Angeln heben? Ich wollte nur meine neue Schreibfeder ausprobieren. Ups, ist das nicht das goldene Buch des Sumpfes? Das letzte klingt lustig. Ich wollte nur einen neckischen Gruß ins goldene Buch schreiben. Selbst wenn es hier ein goldenes Buch gäbe, dürftest du da nichts reinschreiben. Warum nicht? Entschuldigung. Aber ich möchte die anderen Sachen noch erfahren, also probieren wir es einfach nochmal. Was glaubst du, tust du da? Alle Antwortmöglichkeiten durchgehen? Ich wollte nur meine neue Schreibfeder ausprobieren. Also, nichts weiter. Ich wollte nur meine neue Schreibfeder ausprobieren. Ich würde es begrüßen, wenn du das nicht unbedingt im schicksalsbehafteten Buch der Toten machen würdest. Entschuldigung. Aber ich muss noch einmal, tut mir leid. Das ist das Buch der Toten. In diesem Buch sind die Namen und Sterbedaten all jener aufgeführt, die der Sensenmann holen soll. Zurzeit steht aber kein einziger Name im Buch. Und ein letztes Mal versuchen wir das jetzt erfolglos zu ändern und dann gehen wir in die Stadt zurück und holen uns erstmal die Zaubertrankzutaten. Was glaubst du, tust du da? Das Universum aus seinen Angeln heben? Die innere Ordnung des Universums stören? Exakt. Also lass das bitte. Aber... Entschuldigung. Das würde bestimmt Spaß machen. Na gut. Gehen wir erstmal zurück und versuchen aber auf dem Weg dahin das Kaninchen einzufangen, denn der Hut da oben, der Zylinder, ist bestimmt nicht ohne Grund da. Außerdem müssen wir uns jetzt überlegen, wie wir es doch vielleicht schaffen könnten, dass wir irgendwie unseren Namen da reinschreiben dürfen. Oh, das habe ich ja vorher gar nicht gesehen. Es ist rot und es sitzt in der Achsel des Baums. Da wächst eine Pflanze am Baum. Hey, das sind rote Schweißachseln. Super, die holen wir uns. Die habe ich vorher wirklich übersehen. Ich hab sie. Das heißt, wir haben jetzt schon sehr viel mehr für unseren Trank. Und da sind wir wieder vor der Stadt. Das Kaninchen? Ich nehme an, dass wir es nicht einfach nur mit dem Seil fangen können. Wir müssen eine Falle bauen. Davon hat mir Opa mal erzählt. Vermutlich der Baum klemmt unter einem Stein fest. Ein leichtes Zupfen am Seil und die Schlinge zieht sich blitzschnell zu. Hoffe ich zumindest. Ich könnte mir aber vorstellen, dass wir einen Köder brauchen. Da wir aber gerade nichts haben, was nach Köder aussieht, gehen wir jetzt tatsächlich in die Stadt. Falls wir keinen brauchen, dann müssen wir bestimmt trotzdem weggehen, damit das Kaninchen ungestört in unsere Falle tappen kann. Oh, was macht denn der Krämer da? Hallo, Herr Krämer! Wo wollen Sie hin? Du schuldest mir noch was. Einfach nur weg aus diesem Loch. Ich gehe irgendwo hin, wo ich meine Sachen besser verkaufen kann. Du schuldest mir noch was. Aber ich darf mir doch noch eine Sache aus Ihrem Angebot aussuchen. Eigentlich sogar zwei. Quatsch. Du hast dir schon zwei Dinge ausgesucht. Den ballenmagiegewirkten Stoff und, dieses kratzfeste und selbstreinigende Kesselset. Das stimmt nicht. Und Sie wissen es. Ich will mir noch was aussuchen, sonst... Sonst halte ich die Luft an, bis ich blau werde. Sonst sind sie nicht mehr mein Freund. Sonst sage ich der Stadtwache, dass sie verhaften soll. Also das Luftanhalten ist etwas lächerlich und das mit dem Freund, da wird er vermutlich lachen. Ich nehme an, auch das mit der Stadtwache interessiert ihn nicht, aber ich würde eigentlich gerne sehen, wie diese beiden recht unsympathischen Gestalten sich anzicken. Sonst gehe ich hoch zur Stadtwache und lasse sie verhaften. Ich habe es dir doch schon gesagt. Ich habe dir den Ballenstoff und die Zaubertrankkessel gegeben. Wie willst du das Gegenteil beweisen? Ich halte die Luft an, bis ich blau anlaufe.
Sonst halte ich so lange die Luft an, bis ich blau werde. Stört mich nicht. Natürlich nicht. Ich schreie ganz laut. Ah, wer sollte dich schon hören? Stadtwache, Markus. Sind wir keine Freunde mehr, wenn wir nie welche waren. Sonst mag ich sie nicht mehr und sie sind nicht mehr mein Freund. Ich mag den Kerl nicht. Der war gut. Ach, was soll's. Hier, du kannst diesen Sack haben. Den kriege ich nicht mehr unter. Und jetzt verschwinde, bevor ich es mir anders überlege. Habe ich erwähnt, dass ich ihn nicht mag? Machen wir mal den Sack auf, auch wenn unser Inventar dann platzen wird. Hoffentlich kann ich mit dem Inhalt wenigstens etwas anfangen. Schon schlimm genug, dass er mich so über den Tisch gezogen hat. Yep. Es sind einige Feuerwerkskörper drin. Damit kann man bestimmt was machen. Aber zuerst schauen wir jetzt... Ah, nein, Ratte zuerst. Und da hängt eine Fahne. Sehr schön. Mal sehen. Das sind einige Hirschkäfergeweihe. Was für ein Glück, dass Onkel Alfred welche an der Wand hatte. Hirschkäfer haben nämlich gar keine Geweihe. Yay, yay. Dann noch was? Mal sehen. Er hat ja was von zwei Sachen gesagt. Nein, mehr ist nicht drin. Ich lege die Fahne in den Eingang. Schon hilfreich, wenn man Verbündete hat, die sich in der Stadt gut auskennen. Ja, eindeutig. Dann gehen wir jetzt zu Meister Markus in die Schule. Und trauen ein bisschen. Wir bräuchten nämlich... Jetzt müssen wir aufs Rezept schauen. Das Extrakt und Pulver. Das hier müssen wir zu Pulver mahlen, also benutzen wir es mit dem Mörser. In Ordnung. Ich zermahle die Geweihe zu Pulver. Fertig. Damit habe ich das Hirschkäfer-Geweihpulver für meinen Trank. Und wir bräuchten jetzt noch, haben wir alles abgehakt, Schimmelschleim-Extrakt. Wie extrahieren wir das jetzt am besten? Schauen, ob wir irgendwas übersehen, womit man das machen könnte. Oh, natürlich. Wir können es pressen. Das klingt doch einleuchtend. Ich fülle den frischen Schimmelschleim in die Presse. So frisch ist der nicht mehr. Den haben wir schon eine ganze Weile im Inventar. Lecker. Schimmelschleimextrakt. Yum, 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 yum. Damit haben wir jetzt aber tatsächlich... Ich habe alle Zutaten zusammen. Genau. Ich sollte mich ans Brauen des Tranks machen. Die Anleitung steht auf der Rückseite des Rezepts. Na, dann schauen wir mal. Ich habe alle Zutaten zusammen. Nee. Ich sollte mich ans... Ach ja, dann halt den Zaubertrank brauen. Dann wollen wir mal. Meister Markus, ich beginne jetzt mit dem Brauen des Tranks. In Ordnung? Wie du willst. Aber mach dir nichts draus, wenn es nicht beim ersten Mal funktioniert. Du kannst es beliebig oft versuchen. Okay, danke. Das Minispiel wird, ich hoffe es ja nicht, das Kartenspiel war ja auch kein... Geisterpilze in den Trank geben und umrühren, bis sich das Wasser grün verfärbt. Dann mit dem Umrühren aufhören. Geisterpilze waren diese hier. Umrühren, geht das so? Vielleicht? Na gut, dann vielleicht doch andersrum. Wird das überhaupt richtig? Vielleicht müssen wir die Kelle benutzen. Ah, Schimmelschleimextrakt zugeben und den Trank links herum rühren, bis er eine rosa Färbung annimmt. Links herum, mein Gott. Linksrum müsste ja so rum sein. Nee, falsch. Ich bin so doof. Rechts. Ah! Das war doof. Das war gerade doof von mir. Ja. Ups. Das war nix. Kann ich abbrechen? Oder ist es gewollt, dass der erstmal schwarz wird?
vielleicht ist es einfach so, dass... Rote Schweißachseln dazugeben und warten, bis rote Bläschen aufsteigen. Dann sofort so schnell rühren wie nur möglich. Rote Schweißachseln, das müssten jetzt diese Dinger hier sein. Oh nein, wir müssen ja warten. Oh, ich bin so schlecht gerade. Ups. Ja, das war natürlich... Das war wohl nichts. Es ist nicht so einfach. All die Zutaten und die Farben. Versuch's einfach nochmal. Ja, diesmal klappt's bestimmt. Im Topf köchelt das Wasser. Auf ein neues. Geisterpilze in den Trank geben und umrühren, bis sich das Wasser grün verfärbt. Dann mit dem Umrühren aufhören. Da steht jetzt ja nichts von welcher Richtung. Vielleicht habe ich zu langsam gerührt. Aber ich glaube einfach, das Timing war falsch. So. Schimmelschleimextrakt zugeben und den Trank links herum rühren, bis er eine rosa Färbung annimmt. Rote Schweißachseln dazugeben und warten, bis rote Bläschen aufsteigen. Dann sofort so schnell rühren wie nur möglich. Ich glaube, mit dem so schnell wie möglich rühren habe ich Schwierigkeiten gehabt. Und natürlich mit dem falschen Timing. So, rein. Und jetzt auf die roten Bläschen warten. Rote Bläschen, rote Bläschen. Da sind unsere roten Bläschen. Hirschkäfergeweihpulver in den Trank streuen und sobald der Trank zum dritten Mal blau wird, sofort die Knochenwürmer hinzugeben. Nochmal, also Hirschkäfergeweih, das wäre das hier, in den Trank. Da muss er dreimal blau werden und dann müssen die hier rein. Sobald er zum dritten Mal blau wird. Schauen wir doch mal. Da steht nichts von rühren. Einmal blau. Grün. Rot. Zweimal blau. Grün. Rot. Grün. Dreimal blau. Die asthmatischen Speckmagen hinzugeben und den Trank viermal rechts herum, zweimal links herum und dreimal rechts herum rühren. Oh Gott, ich werde es bestimmt falsch machen. Also Speckmaden. Asthmatische. Ich hoffe, ich drehe nicht so oft. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Also, was, ob tatsächlich eine Drehbewegung von mir ist? Wir probieren es einfach. Schlimmstenfalls geht's schief. Viermal rechts. Zweimal links, dreimal rechts. So, rechts. Eins, zwei, drei, vier. Dann zweimal links. Eins, zwei. Und nochmal eins, zwei, drei. Zum Abschluss sorgt das Pfefferminz für einen frischen Geschmack. Geben Sie einige Blätter hinzu und rühren Sie, bis der Trank eine goldgelbe Farbe annimmt. Alles klar. Rühren, bis er goldgelb wird. Damit ist das Stärkungselixier fertig. Yeah. Wir empfehlen dazu einen trockenen Berserkertrank. Super, super. Sind wir fertig? Ich hab's geschafft. Mein erster Zaubertrank. Yeah. So, lieber Meister Markus, oder kann ich den Focher in eine Kristallfiole füllen? Ach nee, ich hab ihn ja schon. Das Stärkungselixier, da haben wir's. Reden wir mal mit ihm, ob er stolz auf uns ist. Entschuldigung, Herr Lehrer... Was gibt es? Meister Markus, ich habe das Stärkungselixier gebraut. Und der Tod sagt, nur Tote können zu Geistern werden. Und nach dem Zauberspruch müssen wir nicht fragen, aber erst unser Stärkungselixier. Schaut, Meister Markus, ich habe das Stärkungselixier fertig. Und ich habe nur zwei Versuche gebraucht. Gib mal her. Habe ich bestanden? Unglaublich, aber wahr. Hier, nimm. Sei sehr sparsam damit. So ein Trank ist wertvoll. Damit hast du die erste Prüfung bestanden, Wilbur. Das ist schon mal eine Prüfung mehr, als ich dir zugetraut hätte. Nett? Die anderen schaffe ich auch noch. Wenn du meinst. Aber du bist immer noch sehr viel netter als der blöde Krämer draußen. Und vielleicht weiß er ja, wie man den Tod ablenken kann. Ich könnte mir vorstellen, dass es mit den Raketen geht, aber wer weiß. Ich habe mit dem Tod über den Geisterspiegel gesprochen. Er sagt, nur Tote können zu Geistern werden und nur Geister können durch den Spiegel. So ist es.
Aber der Tod sagt auch, dass man in diesem Spiel nicht sterben kann. Was meint er damit? Das kann ich dir nicht sagen. Aber wenn es um Leben und Tod geht, dann ist er der Experte. Aber ich kann mich doch schlecht töten lassen, nur um dieses Artefakt zu bekommen. Doch. Allerdings, du musst dir etwas anderes suchen. Irgendwo in den Nordlanden soll es eine Yeti-Höhle geben, in der ein verwunschener Gummistiefel aufbewahrt wird, mit dem man Regen rufen kann. Vielleicht versuchst du dein Glück dort. In weniger als 2 Monaten kannst du da sein. Das dauert alles zu lange. Ich lasse mir schon etwas mit dem Spiegel einfallen. Das ist richtig, wir schaffen das. Also lernen wir mal weiter. Ich muss weiter lernen. Auf Wiedersehen, Herr Lehrer. Auf Wiedersehen, kleiner Schüler. Mal schauen, was haben wir denn jetzt Hübsches in unserem Inventar? Feuerwerkskörper. Einige Feuerwerkskörper. Es steht zwar Goblin-Höllenfeuerwerk drauf, aber mir sieht das nach billigen Imitationen aus. Würde zum Krämer passen. Eindeutig. Wir könnten noch mal mit der Ratte reden, ob ihm was einfällt. Ich glaube es zwar auch nicht, denn eigentlich brauchen wir jetzt nicht direkt irgendwas. Aber zumindest bedanken können wir uns für die Sachen und ihm auch erzählen, dass wir jetzt mit dem Zaubertrank schon geschafft haben. Irgendwie ist der König der Diebe ja noch der netteste von allen. Ich möchte meinen Erfolg gerne mit ihm teilen. Ich habe die Hirschkäfergeweihe gefunden. Danke dafür. Kein Problem. Onkel Alfredo hat die Geweihe gern abgegeben, nachdem er erfahren hat, dass sie für deine Ausbildung sind. Oh, das ist nett. Zurzeit kann er mir, glaube ich, nicht weiterhelfen. Ich lasse ihn weiter... nichts tun. Aber wir haben uns bedankt und wir können das Riesensandwich nochmal anschauen. Das nenne ich mal ein großes Sandwich. Der König und die anderen Ratten können sich daran richtig satt essen. Yum, yum, yum. Wir gehen jetzt einfach mal direkt von hier aus in den Sumpf zurück. Das ist eine Landkarte. Oh, nein, falsch geklickt. So rum. In den Sumpf. Und ich würde sagen, hier benutzen wir mal das Feuerwerk. Mit... Nee. Laterne. Wir können es nicht einfach so benutzen. Na gut, na gut. Wir finden schon was. Stärketrank, können wir den benutzen? Auch nicht einfach so. Na gut, dann rein zum Tod. Ob wir sie wohl mit ihm benutzen können? Nein. Auch nicht. Aha. Natürlich! In den Ofen stecken. Vielleicht rennt er dann raus. Ob der Tod so einfach auszutricksen ist? Was zum... Vermutlich. Hoffentlich. Im Ofen knallt und raucht es. Geh besser mal raus. Das ist noch nie passiert und ist irgendwie auch verdächtig. Aber ich kann meinen Blick nicht vom Ofen abwenden. In dem Fall haben wir jetzt ja alle Zeit der Welt, ins Buch zu schreiben. Wildruhr-Wetterquarz. Weißkammgebirge. Todesdatum? Jetzt... Ich frage mich nur, wie wir dann wieder lebendig werden. Ich habe den Tod ausgetrickst. Ja, nur nicht unbedingt zu deinem Vorteil. Ich wüsste nicht, warum das Holz so knallen sollte. Das war seltsam. Allerdings ist das vielleicht auch nicht so schwer, wie uns das Sprichwort glauben lassen möchte. Nicht bei dem Tod mit den rosa Häschenpuschen. Guck mal, Tod, da steht was in deinem Buch. Vielleicht müssen wir ihn darauf aufmerksam machen. Tag, Tod. Hallo. Mein Name steht im Buch der Toten. Ich habe nochmal in das Buch der Toten gesehen. Und da steht mein Name. Ich muss sterben. Tatsächlich? Mhm. Hoffentlich nicht dauerhaft. Das wäre ungünstig. Das ist doch wundervoll. Da scheint jemand begriffen zu haben, dass sich Gewalt verkauft. Lebe wohl, Sterblicher. Ah. Ah.
episch. Aber gut, wir sind tot. Ah, das tat gut. Und kann ich mich jetzt wieder bewegen? Ah, ich bin das. So fühlt es sich also an, tot zu sein. Es ist etwa so wie Himbeerkuchen von Tante Ethel. Ich habe ja leckeren Himbeerkuchen gebacken eigentlich nicht. Ich habe einen Kühlschrankkuchen gemacht. Betrachte den kürzlich verstorbenen Gnomen. Ich sehe als Leiche nicht sehr glücklich aus. Mein Ableben war ja auch nicht gerade das, was man einen natürlichen Tod nennen würde. Nee, nicht unbedingt. Ich wurde ermordet. Von mir selbst. Aber es war nicht direkt Selbstmord. Ich sehe als Leiche, ich wurde ermordet. Okay, können wir jetzt nochmal ins Buch gucken? Bestellt und geliefert. Der Plan läuft wie geschmiert. Hauptsache, ich wache auch wieder auf. Hoffentlich bemerken Sie den Fehler, ja. Dann reden wir mal jetzt nochmal mit dem Tod. Der ist jetzt ja glücklicher. Nee, lieber nicht. Der ist todlangweilig. Oh, nicht witzig. Ehrlich, nicht witzig. Können wir... Okay, wir haben kein Inventar als Geist, aber das ist auch nicht schlimm. Der Weg ist ja nicht weit. Ich hoffe, ich erschrecke die Leute als Geist nicht zu sehr. Am besten, ich gehe direkt zur Magierschule. Das wäre schön, ja. Bitte. Mein Geist, ob uns Meister Markus überhaupt sehen kann, ich möchte es einfach rausfinden. Guck mal, Meister Markus, ich bin tot. Meister Markus? Hallo? Er scheint mich nicht wahrnehmen zu können. Joa, ist aber nicht weiter tragisch. Wir gehen jetzt durch den Spiegel und holen uns dieses unglaublich mächtige Artefakt. Oder versuchen es zumindest. Also gut, es muss wohl sein. Ich glaube nicht, dass du die Luft anhalten musst, kleiner Freund. Ich bin sehr gespannt. Stunden später. Ich hab's. Ich hab das Amulett. Oh. Okay. Eine fantastische Welt, mit unglaublichen Wesen da drüben. Und kaum zu fassen, wie ich das Amulett bekommen habe. Ich wollte das sehen. Eine Schande, dass nur Geister durch den Spiegel gehen können. Ja. Jetzt muss ich nur noch wiederbelebt werden. Das kann ja nicht allzu schwierig sein. Ja, kann nicht allzu schwierig werden. Dann gehen wir mal wieder in den Sumpf, denn irgendwie kann uns ja nur der Tod da weiterhelfen, indem wir ihn vielleicht auf seinen kleinen Fehler hinweisen. Der freut sich sicher nicht, wenn er uns wieder aufwecken muss. Huhu, Herr Tod! Schauen Sie mal, wer zurückgekehrt ist! Was zum... Och nö, du bist ein Geist? Ja. So ist es. Das kommt auch immer mehr in Mode. Die Leute können heutzutage einfach nicht mehr loslassen. Ja, was willst du? Wichtiges zu tun. Ich bin gar nicht richtig tot. Das ist Schlamperei. Hol mich zurück. Oder leben. Ich will doch einfach nur leben. Ich habe das Buch der Toten ein wenig bearbeitet. Ich nehme an, mit 3 kommen wir am ehesten weiter. Wir wählen mal 2. Ich will leben. Ich bin zu jung zum Sterben. Das sagen sicher viele. Du bist schon gestorben. Zu jung zum Tod sein. Es ist nicht meine Entscheidung, sorry. Steht alles im Buch. Ich bin gar nicht richtig tot. Das ist Schlamperei, um mich zu... Warum bin ich immer noch hier, obwohl ich tot sein müsste? Das ist Schlamperei. Ich möchte auf der Stelle wiederbelebt werden. Tut mir leid, keine Chance. Ich hab dich ordnungsgemäß um die Ecke gebracht. Da drüben liegst du doch. Tot wie Oberlippenbärtchen bei Fußballern. Und dass du ein Geist bist, ist nicht meine Schuld. Du musst einfach loslassen, Junge. Niemals. Es könnte sein, dass hier ein schrecklicher Irrtum vorliegt. Jep. Ein Irrtum? Du bist doch tot, oder? Nicht untot oder sowas. Ja, aber ich... Alles bestens. Aber vielleicht sollte ich noch gar nicht sterben. Ja, vielleicht. Doch, natürlich. Das steht doch im Buch der Toten. Aber ich habe meinen Namen in das Buch der Toten geschrieben. Oh oh. Ups. Oh oh? Verdammt.
Es war zu schön, um wahr zu sein. Hast du eine Ahnung, was das bedeutet? Dass du mich wiederbelebst? Eine Menge Papierkram? Eine Erschütterung der Macht? Sie beleben mich auf der Stelle wieder? Papierkram vielleicht? Es klang vorher so nach Verwaltungsaufwand. Eine Menge Papierkram? Nein? Nein. Es bedeutet, dass ich den Lauf der Dinge verändert habe. Dass ich meine Kompetenzen weit überschritten habe. Ach. Bei der nächsten Buchprüfung wird man mir die Haut abziehen. Du hast keine Haut. Der internen Revision wird nicht entgehen, dass hier ein nicht registrierter Geist durch die Gegend spukt. Du glaubst nicht, was sie mit den Nornen gemacht haben, als die mal mit ihren Fäden ins Tüdeln gekommen sind. Und wenn sie mich zurück ins Leben holen, dann reißen wir die Seite aus dem Buch der Toten und erzählen niemandem von dieser kleinen Episode? Klingt doch das, gut. Das wäre vielleicht eine Möglichkeit. Und dir macht es nichts aus, weiterleben zu müssen? Da muss ich durch. Es wird hart, aber für dich tue ich das tot. Komm schon, leg dich in deinen Körper. Oh Gott, wir leben. Tut mir leid, dass ich deine Todessehnsucht nicht erfüllen konnte. Nicht so schlimm. Es war eine interessante Erfahrung. Ich habe das Amulett noch. Meister Markus wird Augen machen. Ich habe die Seite mit meinem Namen aus dem Buch herausgerissen. Ich hoffe, der Tod bekommt keinen Ärger. Ich hoff's auch, der Arme. Können wir noch mit ihm reden? Tag, Tod. Hallo. Es tut mir leid, wenn Sie wegen meines Ablebens Ärger bekommen sollten. Ich dachte nicht, dass mein Tod ernsthafte Konsequenzen nach sich ziehen würde. Tut mir leid. Ach, ich hätte dich nicht umbringen dürfen. Es ist nur, ich habe so lange darauf gewartet und es macht mir einfach Spaß. Vielleicht... Vielleicht sollten Sie sich eine andere Beschäftigung suchen. Ja, das Geschäft mit dem Tod ist nicht so sicher, wie man glaubt. Aber was soll ich denn tun? Sie könnten sich ein Hobby suchen oder einen anderen Beruf oder sich sportlich betätigen. Fehlen wir ihm mal Sport. Mit den Häschen pushen kann man bestimmt super joggen. Sie könnten trainieren, die alten Knochen auf Vordermann bringen. Ich bin nicht so der dynamisch-sportliche Typ. Vielleicht könnten Sie eine Jugendmannschaft trainieren. Sie könnten ein knochenharter Schleifer sein. Man würde Sie Trainer Tod nennen. Klingt das nicht gut? Nicht für mich. Bilbo macht echt schlechte Witze. Hobby vielleicht? Oder ein anderer Beruf? Versuche es erstmal mit dem Beruf. Wie wäre es mit einem anderen Beruf? Vielleicht machen Sie sich selbstständig. Darüber habe ich auch schon nachgedacht. Mein eigener Chef werden. Eigene Entscheidungen treffen. Genau. Es gibt bestimmt vieles, was Sie tun könnten. Was schlägst du vor? Sie haben eine Modelfigur. Vielleicht gehen Sie ins Modebusiness. Oder Sie könnten Auftragskiller werden. Oder Sie könnten für Gold im Biologieunterricht in der Ecke stehen. Sagen wir mal, dass sie gut aussieht. Ich könnte mir vorstellen, dass Sie als Model gefragt sein würden. Sie haben so einen ausgemergelten Look. Aber ich habe nur diesen einen Umhang. Und mit Mode kenne ich mich nicht aus. Ich verstehe überhaupt nur etwas vom Tod. Dann Auftragskiller? Niemand versteht mehr vom Töten als Sie. Vielleicht werden Sie Auftragskiller. Manchmal habe ich das Gefühl, du hörst mir nicht zu. Hier kann man nicht sterben. Soll ich denn die Leute bei lebendigem Leib in der Wüste verscharren? Moment mal. Nicht? Das ist es. Was? Lebendbestattungen. Hä? Ich werde Totengräber. Wie mein Vater. Ich biete den Leuten an, sie für ein geringes Entgelt lebend zu verscharren. Ihr solltet daran Interesse haben. Oder? Das ist die dämlichste Idee, die ich jemals gehört habe. Ich muss einfach zwei nehmen. Ich komme aus einer Gnomenfamilie. Wir Gnome sind dafür bekannt, gern mal seltsame Ideen zu haben. Aber noch nie in meinem ganzen Leben habe ich eine so... Sag kein Wort. Du kannst mein Partner werden. Es gibt viel zu tun. Wir müssen Särge bestellen und wir müssen Werbung machen.
Ich soll Ihr Geschäftspartner werden? Na klar, es gibt viel zu tun. Und immerhin war es deine Idee, dass ich mir eine neue Beschäftigung suchen soll. Naja. Ich fühle mich geschmeichelt, aber... Als erstes musst du Risikokapital auftreiben. Du musst irgendjemanden mit viel Gold überzeugen, dass unsere Geschäftsidee Zukunft hat. Hat sie das? Ich werde in der Zwischenzeit mit den Tests beginnen. Alles klar. Tests? Man kann so eine Dienstleistung doch nicht verkaufen, ohne es selbst einmal ausprobiert zu haben. Ja, ja. Die Tod- und Gnom-Lebendbestattung GmbH bietet nur höchste Qualität und ist von ihren Produkten überzeugt. Merkt ihr das? Alles klar. Hi. Hallo, Partner. Ich denke gerade über Särge mit unserem Logo nach. Was gibt es zu bereden? Eigentlich nichts, fürchte ich. Wie sieht es denn mit der Geschäftsidee bisher aus, so nach 2 Sekunden? Wegen Ihrer Idee mit den Lebendbestattungen. Nicht so bescheiden. Es ist unsere Idee. Ja. Wolltest du nicht Startkapital für uns auftreiben? Naja, gleich. Naja. Beeil dich. Ich will mit den Tests loslegen. Na gut, dann gehe ich mal. Ich gehe dann mal weiterarbeiten. Ja, Zeit ist Geld. Yeah. Gut, wir gehen mal in den Sumpf zurück. Sofern hier nicht irgendwo ein verscharrter Schatz liegt, was ich sehr bezweifle. Möchte ich mal nach unserer Kaninchenfalle gucken. Eigentlich denke ich zwar, man braucht einen Köder. Aber wer weiß. Naja, das Kaninchen interessiert sich null für unsere Falle. Komm hierher, Kleiner! Komm! Ich nehme an, wir scheuchen ihn auch nicht in die Falle. Keine Chance. Es lässt sich nicht so einfach einfangen. Aber ich wüsste auch sowieso nicht, was ich mit dem Kaninchen anfangen sollte. Ich wüsste was. Ich meine, außer es ganz doll lieb haben. Dann gehen wir doch mal zu dem einzigen, den wir kennen, der eventuell noch Geld haben, ist Schausteller. Außerdem können wir ihm sagen, dass er recht hatte. Dass er recht damit hatte, dass wir gestorben sind. Aber daran erinnert er sich vermutlich nicht. Egal, plaudern wir eine Runde mit ihm. Hallo! Wilbur, was kann ich für dich tun? Ich muss einen Zauberspruch lernen. Können Sie mir dabei helfen? Ich hätte einen geschäftlichen Vorschlag zu machen. Eigentlich sind wir ja wegen dem Vorschlag da und ich denke nicht, dass er uns bei dem Zauberspruch... Wobei, er könnte uns auf die Idee mit dem Hut bringen, denn die hatte Wilbur scheinbar noch nicht. Ich muss ganz schnell einen Zauberspruch lernen. Und ich dachte, vielleicht könnten Sie... Was denn für einen Zauberspruch? Für meine Diplomprüfung. Ich muss Meister Markus einen Zauber vorführen. Er sagt, dafür muss man Monate üben. So viel Zeit habe ich aber nicht. Ja, ich glaube, das sollte kein Problem sein. Ich kenne viele Zaubertricks. Yay. Tricks? Ich kenne zum Beispiel einen in der Fachwelt weitgehend unbekannten Zauber mit einem Zylinder und einem Kaninchen. Damit kannst du deinen Meister Markus aus den Socken hauen. Ich brauche nur ein Kaninchen und einen Zylinder. Wow. Und Sie können mir den Zauber heute noch beibringen? Keine Sorge. Das ist eine Sache von 5 Minuten. Also gut. Ich besorge das Kaninchen und diesen Hut. Ich Glückspilz. Fast zu schön, um wahr zu sein. Aber wenn etwas zu schön ist, um wahr zu sein, ist es trotzdem bestimmt wahr, sage ich immer. Gut, gut. Jetzt zum geschäftlichen Vorschlag. Ich soll Sie fragen, ob Sie sich vielleicht an einem Geschäft beteiligen wollen. Dafür habe ich immer ein offenes Ohr. Worum geht's? Der Tod will Lebendbestattungen anbieten. Was sind Lebendbestattungen? Man begräbt Leute, die noch nicht tot sind. Das ist völliger Blödsinn. Ich weiß. Wie viel Kapital braucht er? Aber ich dachte, Sie halten die Geschäftsidee für Blödsinn. Das heißt ja nicht, dass da kein Geld drinsteckt. Überleg mal, der Tod wirft sein bisheriges Geschäftsmodell über Bord und greift aggressiv nach neuen Märkten. Und ich als allgemein anerkannter Experte für die Zukunft sehe da hervorragende Erfolgsaussichten. Aber wer sollte sich denn lebendig begraben lassen wollen? Mumien. Niemand, das interessiert aber auch nicht. Wir holen uns das Geld von den Kapitalmärkten. Die Anleger werden Schlange stehen. Okay, also kann ich dem Tod sagen, dass sie ihm Gold geben?
Aber sicher, ich komme heute Nachmittag rüber und bespreche alles mit ihm. Bis dahin werde ich schon mal die Gerüchteküche anfüttern. Ja, gut. Na gut. Dann, ja, das könnten wir fragen. Warum investieren Sie in diese alberne Idee? Ich verstehe das nicht. Warum geben Sie dem Tod Geld, obwohl er nicht ein Goldstück mit den Lebendbestattungen verdienen wird? Darum geht es nicht. Wir verkaufen die Story, die Vision. Aber irgendwann merken die Leute doch, was das für eine blödsinnige Idee ist. Vermutlich. Sicher, aber sehr das bald. Dauert. Erstmal gibt es Hochglanzprospekte mit hübschen Särgen. Und wir schließen medienwirksame Kooperationen, heuern Celebrities und Testimonials an. Dann stört auch der operative Verlust nicht so. Wir geben massig Gold aus. Und immer mehr Wahrsager werden unsere Firma eine gute Zukunft bescheinigen. Warum sollten sie? Weil dann ihre Aktien steigen werden, die sie an unserem Unternehmen halten. Und dann haben sie nicht nur Gewinne gemacht, sondern auch noch bewiesen, dass sie recht hatten. Ich kapiere das alles nicht. Zum Glück, wenn das alle kapieren würden, wem sollte ich dann meine Prophezeiungen verkaufen? Hey, ich muss weiter. Ich gehe dann mal. Ich habe gesehen, dass du wiederkommen wirst. Bis dann. Ja. Wir müssen theoretisch irgendwie das Kaninchen in die Falle locken und dafür brauchen wir im Prinzip einen Köder. Mal gerade gucken, ob wir hier noch irgendwie... Oder vielleicht hat ja die Ratte mein Glücksrad. Wollen wir nicht drehen? Na gut, dann zur Stadt. Sumpf des Todes wollen wir nicht. Nein. Das geht hier nochmal untersuchen, aber... Ich hab schon genug Krabbelviecher mitgenommen. Wird auch nichts bringen, genau. Gut, rein erstmal. Der Krämer ist weg, Tatsache. Dann können wir uns hier nichts mehr holen. Wir... Ach genau, das Artefakt haben wir noch nicht abgegeben. Meister Markus! Ich habe ein mächtiges magisches Artefakt. Entschuldigung, Herr Lehrer? Was gibt es? Ich hab da was. Sagen wir aber erstmal von dem Zauber. Ich möchte die große Überraschung bis zum Schluss aufbewahren. Ich weiß jetzt, welchen Zauber ich vorführen will. Ich habe einen ganz tollen Zauber gefunden. Ich werde ein Kaninchen aus einem leeren Zylinder herbeizaubern. Mir wäre etwas mit Schafen lieber, aber von mir aus. Also gut. Sie werden Augen machen. Yep. Aber bevor ich das mache, ich habe das Amulett des Balthasar. Sehen Sie hier. Oh, mein... Ist das? Yep. Yep, das Amulett von Balthasar dem Brüchigen. Wie bist du da rangekommen? Magie. Ich bin durch den Spiegel gegangen. Und in einer wahnsinnig spannenden und abwechslungsreichen Questreihe habe ich mir in der Geisterwelt das Amulett erkämpft. Und wir haben nichts mitbekommen. Ich glaube es einfach nicht. Ein kleiner Gnom. Wie ist das? Alles ist möglich, wissen Sie noch? Das glaube ich auch fast. Hätte mir jemand gesagt, dass ein Gnom ohne Magier in der Familie innerhalb so kurzer Zeit 2 Diplom-Magierprüfungen besteht, ich hätte es nicht geglaubt. In dir steckt mehr drin, als man erwartet, Wilbur. Danke. Und die letzte Prüfung werde ich nun auch noch bestehen. Ich glaube es nach wie vor nicht. Aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Ich muss weiterlernen. Auf Wiedersehen, Herr Lehrer. Auf Wiedersehen, kleiner Schüler. Wir brauchen einen Köder für unsere Falle. Ich fürchte fast, hier drin werde ich nichts mehr finden. Ich kann ja gerade keinen Zaubertrank brauen. Ach, der Geisterspiegel. Ich lebe wieder und dabei bleibt es hoffentlich noch sehr lange. Dorthin gehe ich nicht wieder zurück. Ich bräuchte eine Karotte oder sowas. Wir können jetzt ja mal umschauen hier. Oder mit der Ratte reden, ob er ein Köderchen für uns hat? Ich würde ja schon ein Stück von dem Sandwich vermutlich reichen. Zurzeit kann er... Na gut. Ich bekomme zwar langsam Hunger, aber das Sandwich lasse ich lieber den Ratten. Dann nach oben zu Schildträger, der sich bestimmt nicht freut, uns wiederzusehen. Aber der hat unsere Robe noch nicht gesehen, oder? Das können wir auch nicht mitnehmen. Er hat auch kein Essen mehr.
Hallo, Herr Schildträger. Hallo, Wilbur, was willst du? Ich bin Meister Markus' bester Schüler. Ich bin jetzt ganz offiziell Schüler von Meister Markus. Sein bester. Toll. Komm wieder, wenn du dein Diplom hast. Es wird nicht mehr lange dauern. Ja, ja. Ich mache jetzt mein Magier-Diplom. Sie werden schon sehen. Ich mag ihn wirklich nicht. Da mir gerade nicht einfällt, wie wir... Was ist das eigentlich für ein Amulett? Der Zaubererlehrer sagt, es sei ein mächtiges, magisches Amulett. Aber er konnte mir nicht sagen, was die Fähigkeiten des Amuletts sind. Vielleicht werde ich es nie erfahren, aber immerhin habe ich damit die Prüfung bestanden. Benutzen kann ich es so nicht, oder? Irgendwas? Nein. Das brauche ich jetzt, glaube ich, auch nicht. Nope. Weltvergrößerungstrank, Landkarte, Ring. Na gut, gehen wir erstmal zu unserem lieben Tod zurück und erzählen ihm, dass er einen Investor hat. Investor. Oh, der steht ja da schon rum, Baller. Ich wundere mich, warum ich nicht ins Schiff kann. Aber da steht er ja. Und er hat den Hut auf, den wir brauchen. Nein, nein, du sollst mit ihm reden, Wilbur. Was genau machst du da? Wonach sieht es denn aus? Ich habe ein Grab geschaufelt. Mit Opas alter Schaufel in der Hand und Papas Zylinder auf dem Kopf. Es ist einfach... großartig. Ich habe den reichen Schausteller nach Risikokapital gefragt. Er will vielleicht bei uns einsteigen. Ausgezeichnet. Es wird ein Hit, da bin ich mir sicher. Eine echte Marktlücke. Man fragt sich, warum da vorher noch nie jemand drauf gekommen ist. Was Quatsch ist? Mir fallen da auf Anhieb 1000 gute Gründe ein. Und? Wie laufen die Tests? Bisher alles wunderbar. Das Grab war schnell ausgehoben. Den Sarg hatte ich noch herumliegen. Der entspricht natürlich nicht unserem angestrebten Standard. Aber für die Tests wird es reichen. Bestimmt. Gut, dann steig mal ein. Was? Dir gebührt die Ehre, als Erster eingebuddelt zu werden? Oder ich habe Angst im Dunkeln? Oder als Gesellschafter verlange ich einen schöneren Sarg? Ich würde mal sagen, wir sagen, dass ihm die Ehre gebührt. Es war Ihre Idee. Ihnen gebührt die Ehre, als Erster eingebuddelt zu werden. Oh, das ist so zuvorkommend. Ja, nicht wahr? Ehre, wem Ehre gebührt. Also gut. Mit dem Zylinder bin ich zu groß. Kannst du ihn so lange halten? Natürlich. Aber gerne. Sehr angenehm bisher. Jetzt die Erde drauf. Sicher? Natürlich, nun mach schon. Großartig. Diese Dunkelheit, diese Stille, das musst du ausprobieren. Unbedingt. Wir sollten später Trauermusik spielen. Und die Kunden könnten sich vorher mit mir fotografieren lassen. Schreib das mal mit, Wilbur. Ja, ja. Und für die Hinterbliebenen reichen wir Schnittchen. Hast du das, Wilbur? Schnittchen! Und Salutschüsse. Kanonen, Wilbur! Wir brauchen Kanonen! Alles klar. Wenig später. Ich hoffe, nun ist er glücklich. Ja. Betrachten wir mal das schöne Grab. Ich lasse ihn da drin, bis ich beim Erzmagier war. Sonst versucht er wirklich noch, mich als Nächsten zu begraben. Gute Idee. Ich lasse ihn da drin. Jetzt haben wir also einen Hut. Nein, der bitte. Alte, zerschlissene Zylinder vom Vater des Todes. Ich brauche ihn für meinen Zauberspruch. Aber ich denke immer noch, dass wir einen Köder gut gebrauchen könnten. Ist hier noch irgendwas, was wir jetzt untersuchen können? Ich möchte ja ungern die Hotspot-Hilfe zur Hand nehmen. Die kann man sich natürlich anzeigen lassen. Oder waren es nur die Ausgänge? Ich bin mal neugierig. Tut mir leid, ich muss mal gucken. Nein, das war's nicht. Nicht? Hier vielleicht? Aha, man konnte sich nur die Ausgänge anzeigen lassen. Okay. Aber hier scheint, glaube ich, auch nichts mehr zu sein. Der Tod saß hier, solange jetzt hier nicht irgendwas in der Ecke ist. Na, guck
gucken wir doch mal wieder bei unserem Kaninchen vorbei. Ja, den Tod lassen wir zu Schwur ist. Vielleicht reicht es ja schon, den Hut zu haben, dass wir unser Kaninchen damit einfangen können. Vielleicht, vielleicht. Und einfach nochmal das Kaninchen an. Nein, wir versuchen es direkt zu nehmen. Ich glaube nicht, dass das funzt. Oh, ein Hoppelhasen-Flauschi-Bauschi-Bunny. Ganz weiß und weich und herzallerliebst. Ich möchte es knuddeln und wuddeln und... Es ist ein Kaninchen. Ein weißes. Ja. Ich finde es immer so schön, wie er es beschreibt. Aber wir brauchen tatsächlich einfach einen Köder für die Falle. Der Hoppelhase hat keinen Grund, in die Schlinge zu hoppeln. Genau das. Ich muss einen Köder hineinlegen. Genau das. Wir brauchen einen Köder. Den wir vermutlich irgendwo in der Stadt finden. Hoffe ich. Oder beim Schausteller. Immerhin hat der Bertram. Ich würde mal sagen, nächstes Mal fangen wir das Hoppelhäschen und werden dann unseren finalen Zaubertrick vollführen und damit endlich Diplom-Magier zu werden. Seid gespannt! Bis dahin, bye bye!